Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt Shooting World. Das Spiel ist eigentlich Gewehrschütze, Scharfschütze. Mal gucken, welchen Namen ich dann gebe. Und hier müssen wir scheinbar scharf schießen. Na, aimen. Wir haben eine Zielscheibe von 6 bis 10. 10 Points. Und das Ziel geht immer weiter zurück wahrscheinlich. Oder auch nicht. 10. Doch, ein 20 erreicht. Jeder Stern mit 120 Gold scheinbar. Und auf geht's zum nächsten. Nummer 2. Und das Ziel ist etwas weiter entfernt. Oh, wir können sogar durchschießen oder was? 10 Points. Warum nur 10? Achso, das sind die Entfernungen, die Meters. 10. Aber selbstverständlich 10 Punkte. Kenn mich doch. Ich bin doch ein meisterhafter Scharfschütze. Das ist ultra laut. Bling, bling, bling. Eine Flasche. Sollen wir die mittreffen? Will ich aber auch treffen. Great. Mhm, sollte ich auch. Auf geht's zu Nummer 4. Wir haben 1080 Gold. Was auch immer ich mit dem Gold machen kann, werden wir im Laufe des Angespiels sehen. Er lädt die Zielscheibe. Er lädt nicht weiter. warum nicht spielen alle so eine schlechte Performance? Ich kann mir gar nicht vorstellen. Okay. Uncool. Sehr uncool. Eine Drohne. Wir werden sie ja verstehen auf den 50 Metern. Wir sollen sie nicht treffen. Sonst verlieren wir ein Herz. Wir haben nur ein Herz. 10. 9. Was? 10. Ach guck mal, ich brauche nur 20 für 3 Sterne, alles klar. Bin ich zufrieden. Der Score wird ja hoffentlich nirgendwo vermerkt, sonst muss ich das nochmal nachholen. Nö, wird er nicht. Alles top. Alles tutti. Wir dürfen nicht auf die rote Zielscheibe schießen. 10. Yay. Achso, nochmal. 10 Points. 10 Points. Und wir haben sie nicht gekillt und kriegen noch die 3 Sterne dazu. Das ist unsere schöne Krone. Okay. 5 Points. Unzufrieden. 5 Points. Okay, ich krieg immer nur 5 Punkte. 5. Aber ich krieg immer meine 3 Sterne plus mein Herz. Alles gut. Bin zufrieden. Ich möchte bitte auf richtig hohe Entfernung schießen. So weiß ich nicht. 200 Meter. Alter, hör auf mich zwingen, um nicht zu bewerten. Sicher, so siehst du aus, Alter. Alter, ich konnte nur 1 bis 4 oder 5 sagen. The fuck? Oh, nice. 3. Nice. 3. Herrlich. Das war's auch schon, mehr brauchen wir nicht. 45 von 35. Und dabei waren noch 2 Flaschen übrig gewesen.
2520 Gold haben wir schon. Uff. Eieiei, ich brauche 70 Punkte und habe 5 Bullets. Das ist so witzig. Das ist ein cooles Game. Noch keine Werbung, was ich echt gut finde. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich hier Werbung... Doch hier könnte man sich Werbung wahrscheinlich für Goldmünzen... Wahrscheinlich wird es mit der Werbung noch kommen, sobald wir das Tutorial-mäßig abgeschlossen haben. Oh, was haben wir denn da für Flaschen? Die sind wahrscheinlich etwas... Etwas zäher, kann das sein? Nö, sind einfach nur dicker wahrscheinlich. Perfekt! Perfekt Score! Oh, das ist die erste Werbung. Das ist aber für ein anderes Spiel. Na ja, klar, muss ja. Die Werbung ist aber für ein anderes Spiel. Oh, ich hab dich hol. Gut, Nummer 10. Auf geht's zum nächsten. Uff, kann ich alles mit einem einzigen Schuss treffen? Ja, ne, kann ich. Ich bin ein Gott! Ein Sniper-Gott! Schieß! Na? Das ist zum Beispiel eine Werbung, die gucke ich mir gerne an. Sniper 3D. Cool. Ich liebe Sniper Games grundsätzlich. Eine K98K haben wir bekommen. Ein verbessertes Scharfschützengewehr. Kann ich die auch auswählen? Ja, habe ich automatisch ausgewählt. Das ist allerdings immer noch die gleiche B-Klassifizierung. Sie hat. Das ist die Nachladegeschwindigkeit wahrscheinlich. Allerdings für mehr Feuerkraft und höhere Genauigkeit. Und es geht runter bis. Oh, bis zu einem Bogen. Oh, sieht der geil aus. Der hat. Überall hohe Stats. Huch. Mein Mikro verschwindet. Oder hier noch eine Armbrust. Wow. Wow, Mann, sieht das geil aus. Ah, Change Bullet Speed. Doch, Bullet Speed. Bullet Flight. 604 Meter pro Sekunde. Und Side Range ist das Zielfernrohr. Gut, dann haben wir schon ausgewählt, ja. Auf geht's zur 11. Jetzt haben wir ein besseres Ziel für einen Rohr. Können das wahrscheinlich auf weitere Distanz schießen. Ja. Mhm. 10 Points. Kann ich das da wegballern? Das Holz? Interessant. Wie kriegen wir hier 35 Punkte? Mit 4 Kugeln. Ich würde trotzdem noch 11 Punkte kriegen, wenn ich das so machen würde. Ich könnte auch so machen, aber ich noch einen Punkt mehr kriegen. Doch nicht. Also doch auf die 6. Hä? Kann mich rollen? Warum trifft er nicht? Kann mir das einer erklären? Brauchen wir einen Streuschuss oder was? 5 Points. Okay. Ah, diese umgekippt, ich hab's gesehen.
Das heißt, wir müssen hier tatsächlich einfach nur die 10 Punkte holen und danach hinter 10 Points. Das Ding abballern, dass er die Flaschen dahinter trifft. Damit doch noch nicht. Ah, ich habe noch 2 Kuchen, ist okay. 5 Points. Damit haben wir 3 Sterne bekommen. Dum, dum, dum. Jetzt kannst du da Werbung. Okay, der Anfang war zumindest ohne Werbung. Oh, da gibt es eine neuere Waffe. Eine bessere. Was haben wir im Shop? Okay, nur für echt Geld, alles klar. Und was muss ich mit dem Gold ja auch machen können, ne? 645 Punkte. Ah, seriously? Ist nicht runtergerollt? Er war noch eine Bullet übrig gehabt. Okay, nach tatsächlich jedem einzelnen Run eine Werbung. Dafür kann man die Werbung skippen. So, Level 13, was ist das hier? Bonis? Eine Armbrust, die ich wahrscheinlich einmalig für dieses Level nutzen kann. Ja, eine Elite. Ich darf sie nicht treffen, ne? Ist ja voll assi. Schlecht. Einen Schuss hätte ich noch gehabt mit der Elite-Armbrust. Fishing Clash. Ich finde mir ein neues Spiel, aber die meisten Spiele sind einfach nur Crap, die hier gezeigt werden. Muss man leider mal so sagen. Was bekommen wir? 3 Puzzleteile von dieser Waffe. Mhm. Und wir kriegen 4860 Gold. Also wir haben insgesamt 4860 Gold, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Da fliegt ein Schmetterling, kann ich den abschießen? Gut, wir haben sogar einen Headshot. 12. Wie, 12? Ist ja peinlich. Achso, gibt nur 12. Und den gibt's 10. Guck mal, hier haben wir nochmal noch Flaschen, wenn wir Bock hätten. Was? Ich weiß gar nicht, ob ich damit überhaupt was treffen kann. Ah, das ist gar keine. Vergiss es, rerun. Sniper Strike. Auch ein Sniper-Game. Erneut. Ja, ich dachte, dann sind Flaschen, die man vielleicht doch noch treffen könnte. Aber leider nein. Wir müssen einfach nur Headshots machen. 12 Points. 12 Points. Wow. 51 von 40 Punkten. Selbstverständlich. Okay, weiter geht's. Auf zur 15. Ups, no. Oh, ich kann die abbrechen, sehr nice. Was ist das denn für eine? Da bin ich aber gespannt. Ich kann die mit Escape abbrechen, die Werbungen. Ist auch interessant.
36 Punkte und die... Oh. Mehr geht's nicht ran. Oh, die Bullets. Wie die aussehen. So kleine grüne... So kleine grüne Punkte, Alter. Dieses Visier ist so heftig. So präzise. Oh nein, ich will noch nicht gewonnen haben. Ich fand diese Waffe sehr schön. Ah, ich bestimmt schon mal gespielt. Nee, Top 4 kenne ich nicht. So. 6000 Münzen, ich kann nichts damit machen. Oh, hier haben wir noch eine Schrotflinte. Eine Striker, eine Spass 12, eine Lion Shot Granate. Die hat noch eine Klinge vorne dran für den Nahkampf. Hier haben wir schon 3 von 20. Ja gut. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's gewesen. Mal angespielt zu Gewehrschütze, Scharfschütze bzw. Shooting World. Irgendwie finde ich den Namen Shooting World interessanter. ja. Meine perfekten Sniper-Kenntnisse habe ich euch bewiesen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei angespielt. Haut rein, Leute. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.